So, moin Leute und herzlich willkommen zu The Evil Within 2 an diesem wunderschönen Tag hier. Und ja, es geht endlich weiter mit The Evil Within 2. Ein Haar im Mund gehabt von Sheriffs Katze. Ja. Unsere Kollegin ist tot. Sie hat sich für uns geopfert. Und das nur wegen Fyodor, weil er einfach nur ein. Wir werden ihn töten. Wir werden ihn sowas von töten und yes, unsere Aufgabe jetzt ist, such dir einen Weg durch die Überreste von Union, um zum Hotel im Geschäftsviertel zu gelangen. Das ist unser Priority now. Und ja, dann dementsprechend würde ich auch sagen, let's go. Syntelex, was geht? Und Leon Dulsan, Hallöchen. So, wir müssen jetzt, denke ich mal, durch Eingang zum Postbus. Okay. Egal, wir checken das einfach mal ab. Ich hab zwar keine Ahnung, wo ich hingehen muss, aber pff, Wayne interessiert's. So. Let's go. Ah ja, das kann ich ja nicht aufmachen hier. Knock, knock. Ah, ach, stimmt, das war das hier. Ach, stimmt, der hat ja eine Spritze. Yes. Take that. So, 6 Spritzen. Ah, stimmt, wir haben ja die Spritzentasche gefunden, wo wir 7 Stück jetzt sammeln können, glaube ich. Flashback, was geht? So, knock, knock. Ah, yes, stimmt, ich habe jetzt die neue sicke Waffe hier am Schlüssel hier. Also, okay, ich wollte schon sagen, wieso geht das nicht? Wir haben ja jetzt Sturmgewehr. Was natürlich ziemlich, ziemlich geil ist sogar. Yes, da ist das schöne Ding. Aber wir werden erstmal mit der Revolver ein bisschen schießen. So. Die Frage ist jetzt nun, wohin müssen wir gehen? Also zurück anscheinend nicht. Das wiederum bedeutet, dass wir auch nicht hierhin können. Das wiederum bedeutet, dass wir dahin auch nicht können. Das wiederum bedeutet, dass ich gerade überhaupt keine Ahnung habe, wo ich. Oh Gott, Alter. Wieso wird es nicht auf der Karte angezeigt, wo ich hin muss? So. Ich gehe dann mal. Aber kann ich nochmal mit der talken? Obwohl, da muss ich, glaube ich, hin. Noch ein paar Fragen, Hoffmann. Habe ich mit der schon geredet? Theodor spielt auch. Theodor hat meinen Geist manipuliert. Jedes Mal setzt er meine Albträume gegen mich ein. Das sieht ihm ähnlich. Er ist ein Meister der neurolinguistischen Programmierung. Oh, Kamuna ist der Sohn. Dann ist der linguistische Teil irrelevant. Warum reden, wenn er direkt in ihren Geist gelangen kann? Er hatte mich schon fast. Aber dann blickte ich in mich. Und da war jemand. Jemand, der mir gesagt hat, was ich tun musste. Jetzt kann ich es mit ihm aufnehmen. Ja, ich sehe, dass Sie bereit sind. Wir haben Sie. Natürlich. Die Teampsychologin. Die Teampsychologin. Ah, nice. Esmeralda hätte vielleicht überlebt, wenn sie mich nicht gerettet hätte. Fühlen Sie sich nicht schuldig. Wir haben geredet. Sie hat mir von dem Plan erzählt. Okay. Sie wollte, dass er umgesetzt wird. Sie traf die Entscheidung, sie rauszuholen. Sie kannte die Risiken und tat, was sie für richtig hielt. Sie stand in ihrer Schuld. In meiner Schuld? Aber wofür denn? Esmeralda war die Person, die Lily aus ihrem Haus geholt und es niedergebrannt hat. Was? Seitdem fühlte sie sich schuldig. Was? Deswegen hat sie ihr Leben für sie riskiert. Was? Hassen Sie sie nicht dafür. Sie hatte damals keine Wahl. Und sie tat alles, um es wieder gut zu machen. Ich hasse sie nicht. Sie hat sich für den Plan geopfert. Sie hat es wieder gut gemacht. Sie war derjenige. Oh mein Gott, wenn das. Was? Alles klar. Wir müssen dahin. Alles klar. Let's go. So. Ist. Hallo? Kann mich da draußen niemand Ah, hören? Siekes, stimmt. Sykes? Sie sind noch da? Alles in Ordnung? Sebastian, nach Ihnen habe ich gesucht. Mir geht's gut, aber ich könnte wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Es wird sich lohnen.
Okay. Ich sollte wohl bei ihm vorbeischauen, um zu sehen, was los ist. Alles klar. Der letzte Schritt. Shotgun-Muni. Der ist verflüssiger. Wo zum Fick muss ich denn dann hin? Begib dich zu Sieges Unterschlupf. Okay. Na dann, let's go. Endlich Sebastian ist back vom Dreck. Gronkh ist am Alter, das ist erstens nicht Nathan Drake und zweitens ist es nicht Gronkh. Das ist das Sebastiano Castellanos. So, auf die Karte gucken. Ah ja, okay. Stimmt, das ist der Typ, ja. Ich erinnere mich wieder. Alter, wie viel Shit liegt denn hier rum? What the fuck? Scheint so, als ob sie mich hier für was preparen möchten. What? Rotes... Alter, hier ist alles. Oh mein Gott. Ja, okay, komm. Gehen wir mal rein. Miau? Miau? So. Miau? So, wird Zeit, was herzustellen. Pistolenmunition. 8 Stück. SG-Munition braucht nur ein Schießpulver. Machen wir doch ein ganzes Magazin draus. Nice. So, Harpunbolzen. Machen wir 2. Explosivbolzen sind gut. Nehme ich. Schockbolzen, na, ist jetzt nicht so meins, aber Erste-Hilfe-Koffer wäre nicht schlecht. So, PG-Munition. Oh shit, zu viel, ey. Oh mein Gott, Flammenwerfer. Brauche ich erstmal ordentlich was dafür. Der Typ am Telefon hört sich mega an wie Gronkh. Ach so, weil der Synchronsprecher, glaube ich, sogar Gronkh ist, der das gemacht hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich guck nicht Gronkh so oft. Oder eher gesagt, ich guck keinen Gronkh. Tut kein bisschen weh. So. Ey, was geht, Lukas? Oh, wir haben 17.000. 17.000. Oh mein Gott. Alter. Oh Gott, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was ich nehmen soll. Es gibt zu viel guten Scheiß hier. Obwohl, mehr Heilung ist immer gut. 7000, easy. Du findest automatisch eine Spitze, wenn du tödlichen Schaden erleidest. Funktioniert nicht bei allen Angriffen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Eigentlich ist das wirklich ziemlich gut. Kampf. Geringer Rückstoß beim Schießen. Easy. Easy. Irgendwas in Kunstsprecher in The Evil Within 2. Okay. Interessiert mich nicht wirklich. Also von daher. Schön, dass Gronkh Synchronsprecher hier war. Nur leider interessiert mich kein Gronkh. So, let's go back. Es gibt eine Fähigkeit, wo du in Zeitlupe schießen kannst. Oh shit, okay, das ist geil. In Zeitlupe schießen ist wirklich gut. Ah ja, stimmt, hier sind wir ja. Oh mein Gott. Das geht schon mal gut los hier. Ja. Das ist wirklich eine Festung. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ah, willkommen in der Vasiame Grove Street. Du hast ja keine Ahnung. Ich nehme an, du hattest was damit zu tun. Die Evil Finn 2. War leider notwendig, Kidman. Ich werde das ein für alle Mal beenden. Ich werde Lily retten. Und diesmal habe ich alles, was ich dafür brauche. Viel Glück, Sebastian. Und halt mich auf dem Laufenden, ja? Es ist wichtig, dass du weißt, was da vor sich geht, damit ich dir wieder helfen kann. Verstanden? Ja. Clifford Exe crashed. Ich melde mich.
Kein Bock auf Evil Finn 2 oder was? Dein Feuer wird dich verzehren. Hä? Ist er nicht gestorben? Was? What the fuck? Alles klar. Wieso lebt... Wer ist das auf einmal? Okay. Aber danke schön, dass du die Typen umbringst für mich. Das ist sehr nett. Was? Oh mein Gott. Oh fuck. Verpiss dich. Was willst du von mir, hä? Oh fuck. Geht das schon wieder los hier, oder was? Krieg ich wenigstens den Benzintank, den du da hast? Oh, fuck. Weißt du was? Du kannst mal deine Fresse halten, Bitch! Oh, fuck. Oh mein Gott. Das war knapp. Kannst du bitte sterben? Oh mein Gott. Bro, ich bin hier. Komm. Oh, wow. Das war natürlich sehr schlau. Alter, der stirbt nicht. Alter. Ist er tot? Vielen herzlichen Dank. Flammengastank, perfekt. Das hab ich gebraucht. Fast alles zusammen. Wie fast alles zusammen? Habe ich noch nicht alle Komponenten dafür? Wie viel schluckt der Typ? Ja, anscheinend sehr viel. Ich habe fast meine gesamte Munition bei dem verschwendet. Ach du Scheiße, der Typ einfach. Boah, von wo hast du den Revolver? Da gibt es manchmal ja diese Timeskips, ne? Also Time-Flashbacks. Und dort kann man dann den Revolver freischalten, wenn man alle gemacht hat, natürlich. So. So, jetzt habe ich meine gesamte Munition für den verschwendet, fast. Und da hinten hätte ich den bekämpfen können. Oh. Schlau. Hä? Auch ein Schlüssel. Alles klar. Wo bin ich jetzt eigentlich hier rausgekommen? Okay. Ich hätte den hier bekämpfen können. Das heißt, wenn man ihn hier bekämpfen kann, dann kann man hier bestimmt Munition finden. Oder... Oh oh. Oh oh. Und jetzt sagt nicht, die kommen zu mir. Jawohl. Run. Ausnahmsweise hat die Glocke funktioniert. Ja, geil. Mein Gott. Der Flammenturm schuldet ja 1000 Vasito-Punkte. Alter, der Typ hat so viel Munition geschluckt. Ich... Oh, was? Schießpulver? Was bringt mir jetzt Schießpulver? Ich brauche Munition. Fuck. Zu viel für diesen Typen verschwendet. War es erst in dem Haus? War die Leiche schon immer da? Hey, warst du? Ich bin der Fußballexperte mit meinem PC-Account. Oh, was geht?
Ich habe gerade mit meiner eigenen Airsoft auf die Finger geschoben. Warum? Warum? Um den Flammenwerfer freizuschalten, braucht man anscheinend sehr viel Munition, um diese Typen zu... Das ist geil. So, hier ist der tote Mobius. Ah, da ist er doch. Ich habe gehört, du hast Schießpulver. Das war sicher Bigsmoke. Er wollte nur ein paar Munition essen. Bigsmoke ist nicht dein Fall. Dankeschön. Dankeschön. Dann so, als ob hier neue Sachen gespawnt sind. Oh mein Gott. Oh, was? 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 Der kommt random aus dem Nichts rausgeschossen. Nope. Alles klar. Ich bin ein Stegosaurus. Fuck, 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 fuck. Ich nix hier bin. Nein. Und die. Okay. Der Typ kommt aus dem Nichts raus. Ich muss zwei von denen töten. Jawohl. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Komm, geh aus. Aha. Nice! Schießpulver. Oh fuck! Okay, Plan B. Plan B, lauf. Schießpulver. Nicht schlecht. Wo ist der kleine? Nice! Hab ich dann noch. Nice, noch mehr Schießpulver. Gibt es hier irgendwo eine Werkbank? Ah, bei Dings gibt es ja was. Bei ihm gibt's ja was. Bei ihm gibt's ja was. Oh Gott, wo kommt der auf einmal her? Zwei sind also hier. Oh, da läuft Benzin aus. Oh mein Gott. Jawohl. Ah, ich bin nicht hier. Was? Okay. Okay, 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 Bro. Oh fuck, nein. Alter, stirb doch! Willst du mich verarschen? Stirb! Du... Alter, nee. Meine Fresse! Stirb! Oh mein Gott. Oh. Guten Tag, der Herr. Tschüss. Fuck, 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 fuck. Tschüss. Oh mein Gott, nein. Das wird jetzt nicht mein Death hier. Alter, wie schnell sind die Bastarde? Wieso kann ich nicht schießen? Ja komm, geht raus. Na dann, so geht's auch. Dankeschön. Da sind sie ja, gut. Was ist los, Sykes? Ich bin ziemlich beschäftigt. Hey, ich sollte mich doch melden, bevor ich gehe. Was? Haben Sie Ihre Hintertür? Schauen Sie selbst. Glückwunsch.
Sie müssen mir das erklären, wenn ich Lily später hier rausbringen muss. Kein Problem, aber es läuft so. Sie müssen mir helfen, zuerst hier rauszukommen. Ihnen helfen? Ich weiß doch gar nicht, wie diese Computer funktionieren, Sykes. Dabei brauche ich keine Hilfe. Ich habe die Server gehackt, um Zugang zu einem Sperrgebiet zu erhalten. Dort befindet sich eine Wanne, mit der ich hier verschwinden werde. Leider ist der Strom ausgefallen. Und im Laufen dieser Dinger treibt sich da auch rum. Natürlich. Das betrifft alles der Region. Natürlich. Wenn Sie den Strom einschalten und den Ort säubern, komme ich endlich hier raus. Was springt für mich dabei raus? Ich zeige Ihnen, wie man die Wanne benutzt, bevor ich gehe. Na? Okay. Ein Versuch ist es wert. Danke, Mann. Melden Sie sich, wenn es sicher ist. Ich muss sagen, ich war überrascht von Ihnen zu hören. Wem sagen Sie das? Ich habe mich versteckt, um das mit der Hintertür zu schaffen. Zwischendurch aber auch mal rausgeschaut. Alles spielt verrückt. Was passiert da draußen? Sehr viel kranker Scheiß. Wahnsinniger versucht, Union zu übernehmen. Es war klug, hier drin zu bleiben. Sonst hätte man sich vielleicht gehäutet und gefoltert. Klingt ja düster. Ich passe. Und was noch schlimmer ist, der Kerl will Lily in die Finger kriegen. Wenn der Plan funktioniert, können Sie sie in Sicherheit bringen, sobald Sie sie finden. Wie ist jemand wie Sie überhaupt bei Mobius gelandet? Jemand wie Sie? Was soll das denn heißen? Ich meine damit, dass Sie ein Herz und ein Rückgrat haben. Mobius bevorzugt Leute, die entweder kalte Schlangen oder unkritische Anhänger sind. Das stimmt. Sie sind keines von beiden. Was glaubten Sie denn? Nichts. Ist egal. Wissen Sie, ich habe sogar nach Ihnen gesucht, um beizutreten. War gar nicht so einfach. Die wissen, wie man Spuren verwischt. Warum sollte man sowas tun? Ist ja nur die mächtigste Organisation der Weltgeschichte, Alter. Also warum nicht? Aber was diskutiert ihr gerade im Chat? Ey, es ist nur kriminell, wenn es verfolgt wird. Wie heißt es doch gleich? Quis custodiet ipsus custodes. Nicht wahr? Klar. Ich nehme sie beim Wort. Jetzt ist mir auch aufgefallen, dass der Typ so klingt wie Gronkh, wenn ich zweimal darüber nachdenke. Vorher ist mir das ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Nice, was gibt's denn hier drin? Nice, Pistolenmunition. So, Schießpulver. Ah, fuck, wieso habe ich die Spitze... Ah, egal. Ich habe die Spitze genommen, obwohl hier so ein Ding war. Fuck. Egal. Erstmal zurück. Lohnt es sich, das Spiel noch zu kaufen? Oh ja. Die Evil Within 2 macht mega Spaß. Ist mega geil. Kann ich nur empfehlen, Alter. Shit, ich habe überhaupt keine Munition mehr, Alter. Ich wollte noch mehr machen. Schrotmunition werde ich bestimmt finden. So. Ah, Moment. Waffenverbesserung. Feuerkraft. Nehmen wir erstmal das hier. Verbessern. Aha. 800! Okay, da müssen wir ein bisschen sparen. Aber, ja, ich hab's schon wieder vergessen. Herstellung. Ich wollte zwei Spitzen machen. Danke. Warum heißt Schießpulver nicht Auf diese Frage gibt es keine logische Antwort. Hier ist noch mehr Waffenteile, 60 Stück. Wo ich mein Ziel immer näher und näher. So, auf durch den Computer. Okay. Ziehen wir es durch, bevor ich kalte Füße kriege. Such dir einen Weg durch die Überreste. Ah ja, das ist die Hauptmission. 2 Wochen Ferien. Oh. Ich nicht. Experimentalflügel. Hört sich vielversprechend an. So, was haben wir hier? Nägel. Schießpulver. Beim Zurückgehen kann ich das nehmen. Hast du übrigens eins auch gezockt? Ja, ich habe sogar Let's Play. Kannst du dir sogar angucken. Sieht schon sehr vielversprechend aus.
Knock, knock. Sieht verlassen aus. Sag bloß. Unheimlich. Einfach alles töten, was sich bewegt, und den Strom wieder einschalten. Meine Einstellung. Einfach alles töten, was sich bewegt. Ist da was drin? Fuck. Oh Gott, verschlossen. Was ist da? Oh, eine Axt. Oh mein Gott. Wohin geht's denn dahin? Lass mich erstmal da durchkriechen, obwohl ich das nicht. Oh mein Gott, ist ja noch besser. Oh mein Gott. Okay. In welchem Spiel hast du am meisten geraged? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich habe nämlich keine Ahnung. Und der ist down. Ist 2 geiler als 1? Also ich persönlich finde 2 momentan geiler als 1. Oh mein Gott. Also ist meine Meinung jetzt. Wo ist er hin? Oh fuck. Aha. Bewegt er sich irgendwann? Danke. Komm, stirb, du Motherfucker! Gott, der hat schon wieder eine Axt. Stirb. Danke. So. Und so schnell kommen wir wieder auf 9000, Alter. Ich würde gerne die Axt wieder nehmen. Jetzt Assassin's Creed, wenn ja, welcher ist dein Lieblingsteil? Mein Lieblingsteil bei Assassin's Creed ist definitiv die Ezio-Trilogie. Aber ich habe mich momentan ziemlich krass in Assassin's Creed Origins verliebt, weil das Game einfach mega geil ist. Ich dachte, das wäre erstmal verschlossen. Was haben wir denn hier? Ein Nichts. Okay, cool. Diesmal besteht aus Kalium, Nitrat, Holzkohle und Schwefel. Und ja, das habe ich vorhin gegoogelt. Sind die Zombies schwul? Ich bezweifle, dass diese Dinger ein Verlangen nach Sex haben. Also von daher denke ich mal nicht. Sind die Zombies haram? Ja. Zombies sind haram. Außerdem sind das... Kann man die überhaupt als Zombies bezeichnen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, doch, man kann die eigentlich als Zombies betrachten. Aha. Ich hab jetzt... Ach nee, ernsthaft jetzt? Habe ich das verfehlt oder was? Origin zeigt halt die Entstehung der Assassinen. The Hidden Ones und The Ancient of... The Order of the Ancient. Stimmt, das war das. Ist es das da vor mir oder was? Jetzt mit der Karte. Aha. Ach, nee, so obvious oder was? Man möchte Familie's Video Teil Teil Sanfero wird bald in Bearbeitung sein. Ah, das hier schon wieder. Komm, first try, bitches. Fuck. Neuer Versuch. Easy. Easy game. What? Von wo? Oh fuck. Oh mein Gott, der hat mich erschreckt. Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Tschüss.
Okay. Das waren viele. Der Strom ist an. Aber ich muss mich um diese Dinger kümmern, bevor ich mich bei Sykes melde. Oh, ich muss die töten. Nee. Ernsthaft jetzt. Gott. Kannst du die Batman-Serie empfehlen? Ja, die Trilogie ist mega geil, habe ich auch schon gezockt. Oh, ich muss die Dinger töten. Okay. Fuck. Kommt, traut euch. Oh fuck, das war so ein Eisding. Okay. Shit. Ich habe die falsche Munition geschossen gerade. Oh fuck. Spür die Macht. Komm her, at me, bro. Oh fuck. Fuck, der ist nicht tot. Tot. Ah! Ich dachte, da wären nur drei gewesen. Stirb doch! Meine Fresse! Wieso stirbt er nicht? Langsam gehst du mir auf den Sack. Mein Gott. Ja, Clifford, man kommt auf verschiedene Weisen zu Schießpulver, okay? Dann die Frage war, ob du mir einen empfehlen kannst, denn Arkham habe ich durch. Ja, welches Arkham? Arkham Asylum? Arkham City? Arkham Knight? Welches Arkham? Okay. Komm, dann kann ich jetzt mal die Spitze beruhigt einsetzen. Ich denke, jetzt sind alle tot, oder? Das wär's dann. Ich funke Sykes an. Danke, Mann. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Sicher, dass das funktioniert? Nein. Aber hier drin zu bleiben, bringt mich auch nicht weiter. Mittlerweile ist alles ein Versuch wert. Okay, alles vorbereitet. Wenn Sie Lilly herbringen, ist genau hier ein Timer. Drehen Sie ihn um 90 Grad und drücken Sie danach diese Taste. Sie haben dann 60 Sekunden, um in die Wanne zu steigen. Sie müssten beide zusammen reinpassen. Ich weiß nicht, Sykes. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hey Mann, ich weiß, was ich tue, okay? Vielleicht sollten Sie noch warten. Helfen Sie mir, Lilly zu finden. Dann können wir einen anderen Weg finden. Ich verstehe Sie, Mann. Ganz ehrlich. Aber das Beste, was ich tun kann, ist, diese Wanne in Betrieb zu nehmen. Okay. Wenn Sie meinen... Das wird so schief gehen, ne? Glück. Das wird so schief gehen für den. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass er sterben wird. Bin mal gespannt, was mit dem passiert. Danke, Mann. Ich habe Ihnen was für Ihre Hilfe dagelassen. Dort, wohin ich gehe, brauche ich das nicht. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, what? Er ist verschwunden. Er ist weg. Ob es funktioniert hat? Der letzte Schritt. Der Typ ist einfach verschwunden. What the fuck? Okay. Hier. Er ist weg. Ob das geklappt hat? Okay. Oh mein Gott. Nice. Verschrotmunition. Was? Unsere Versuche, eine Stem-Wanne als Notausgang zu nutzen, wurde als Fehlschlag eingestuft. Oh. Trotz einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 25% wird die Forschung eingestellt. Eine von vier Testpersonen hat die Rückreise geschafft. Die anderen drei...
gibt es einfach nicht mehr. Wir glauben, dass der Rest auf einer unbekannten Subebene des Stem verschwunden ist. Ein Traum in einem Traum, aus dem kein bekannter Weg zurückführt. Aufgrund einer Reihe unbekannter Faktoren wurde das Experiment eingestellt. 25% Erfolgswahrscheinlichkeit? Dafür setze ich Lillys Leben nicht aufs Spiel. Hoffentlich ist Sykes in der echten Welt. 1 zu 4. Vielleicht hatte er Glück. Ich wünsche den wirklich von ganzem Herzen, dass er... Oh, neue Waffe? Geil! Nice! Boah! Ich habe wieder einen Sinn in meinem Leben gefunden. Oh mein Gott. Dass der Tag gekommen ist und ich den Shit jetzt hier habe. Und ich glaube, der Typ ist... Nice! That's some special shotgun. Yes! Wie von GTA San Andreas. Ich würde ja gerne die Spitze nehmen, aber ich habe ja schon alles voll. So, let's go back. Protagonist, Shotgun. Antagonist, Ghostplay. Wer gewinnt? Nice. Die eine doppelläufige Schrotflinte. Das ist richtig guter Stuff, Alter. Richtig guter Stuff. Ja, Mann. So, was ist denn hier? Aha. Okay. Wo sind die auf der Karte denn? Ach, come on, Alter. So, was hat er mir jetzt hier zurückgelassen? Meint er jetzt die Shotgun oder was? Oh, was ist das? Nachricht von Sykes, okay. Die Sache scheint hastig auf ein Stück Papier geschrieben. Danke für die Hilfe, Sebastian. Auf Sie kann man sich wirklich verlassen. Ich wünsche Ihnen noch viel Glück. Wenn Sie es raus schaffen, besuchen Sie mich mal. Ich schulde Ihnen noch einen Drink in der echten Welt. Ihr Freund sagt... Oh Gott. Er denkt wirklich, dass er es geschafft hat, zurückzukommen. Ich hoffe für ihn, dass er es geschafft hat. Au. So, wird Zeit, ein paar Dia-Shows sich anzugucken. Was, also welches Game wirst du streamen, wenn du Evil Finn 12 fertig hast? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Komm schon. Also ich hatte vor, Stalker zu zocken, aber was ich nach Evil Finn 2 zocke, entweder zocke ich nach Evil Finn 2 Stalker oder nach geht es an der Stalker. Wegen dem zweiten Game habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Kidman. Ja, Sebastian. Woran denkst du gerade? An Lily. Alles, was hier drin passiert, hat mit ihr zu tun. Jeder hier will sie haben. Als wäre sie ein Objekt, das man besitzen kann. Sie ist das wahre Opfer. Die Arme weiß überhaupt nicht, was ein normales Leben ist. In all den Jahren bei Mobius hat sie bestimmt ihre Unschuld verloren. Sie ist immer noch ein kleines Mädchen. Ich hoffe es. Ihr wurde die Kindheit gestohlen. Sie konnte nicht in die Schule gehen. Keine Freunde haben. All die verpassten Geburtstage und Festtage. Es bricht mir das Herz, was sie durchgemacht hat. Lily war schon so reif, so klug und aufmerksam. Naja, bis ich, wenn ich das Spiel durch habe, ist wahrscheinlich Far Cry 5 noch nicht mal draußen. Man wusste, dass sie einen verstand. Nicht nur, was man sagte, sondern auch, was man fühlte. Sie war für mich immer etwas Besonderes. Aber ich dachte, das wäre nur, weil sie meine Tochter war. Lily ist besonders. Wurde entdeckt, weil ihre Testergebnisse außergewöhnlich waren. Ich spreche über sie noch immer in der Vergangenheit. Es kommt mir noch immer irreal vor, dass sie lebt. Und hier drin ist. Das ist sie. Und wenn du sie gerettet hast, könnt ihr eure Beziehung neu anfangen. Ich will dir helfen. Sag mir einfach, was ich für dich tun kann. Hast du Far Cry Primal gezockt? Yes, habe ich. Nach GTA Vice Tour kommt Need for Eat. Also da spielt man als Big Smoke mit seinem... Nein, bitte nicht. Für dich? Immer doch.
Der Stem. Jetzt hat er schon zweimal versagt. Eine Maschine, die einen in die Köpfe anderer Menschen bringt? Wer hat entschieden, sowas zu bauen? Ich will nicht wissen, was in den Köpfen anderer vorgeht. Das habe ich letztes Mal gelernt. Ruvik hatte seine eigenen wirren Gründe. Aber Mobius sah Potenzial in der Technologie. Das Potenzial, alle zu versklaven... Oh, was du hausen, Bitches? Oh ja. Irgendein Irrer. Da bin ich mir nicht so sicher. Erzähl mir nicht, du glaubst diesen vereinte Menschheit-Quatsch. Wer weiß, was Ruvik getan hätte, wenn du ihn nicht aufgehalten hättest. Ob Ruvik oder Mobius. Keiner sollte diese Technologie besitzen. Sie ist zu mächtig. Und Macht wird zu oft missbraucht. Wahre Worte. Wahre Worte, Alter. So. Oh, danke schön, Kätzchen. Nice. So schnell kann man so viel Gel haben. So, wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ja, warte mal. Waffenverbesserung, 715 Teile haben wir, okay. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen ausrüsten. Für den Kampf. Dem Typen gleich. Und ich sollte mal was upgraden. Ich sehe schon vor, mir geht ja X wird eine Map haben, die ganze Welt umfasst. Oh Gott. Ja. Wieder da, Detektiv. Ja, natürlich bin ich wieder da, Tatjana. Setz dich hin. Mein Goldhäschen. 12.000 habe ich fast. Athletik wäre mal wieder nice, wenn ich das nehmen würde. Obwohl, Momentchen mal. Was haben wir denn bei Kampf noch? Ah, ja, okay. Ne, ich sollte mal Athletik ein bisschen machen. Regeneration. Oh komm, mir fehlen nur noch 30 für den Kack. God damn it. Ist das... Really? Okay, die schnellste Methode an Geliath zu kommen ist entweder rauszugehen oder einen zu töten. Oder man geht zur Schießanlage. So. Schießstandmodus. So, was haben wir denn hier? Grünes Gel, vielleicht. Highscore, okay. Ah, 4000 werde ich da eh nicht schaffen. Shit! Komm, versuchen wir es noch einmal. Alter! What the fuck? Ist das dein Scheiß Ernst? Diese scheiß Ratte! Meine Fresse! Ruvik! Nice! 2500 Punkte? Übung macht den Meister. Oh yeah, Baby. Oh yeah, Baby. Yes, ein Leichenschrankschlüssel. Nice. Das gefällt mir doch. Das ist wie geht es an der Sau im Hardcore-Modus. Ja. Das Zielen dort drin ist ein bisschen schwierig. Keine Sorge, Detective. Tut kein bisschen weh. Kannst du aufhören mit deinem Gelaber? Danke. Zeit für den Leichenschrank. Really? Wow. Wow. Na egal, zurück. So. Ich muss gleich ja noch den Typen da töten, der draußen ist, denn er hat noch den zweiten Teil vom Flammenwerfer. Und den will ich gerne haben. So, erstmal checken. Aha. Oh mein Gott, nein. Oh fuck, sind das viele hier. Fuck, lauf!
Tisch. Ihr kommt da nicht rein. Das ist wie eine unsichtbare Barriere. Das ist wie eine Safe Zone hier. Okay. Fuck, nein! Oh mein Gott! Okay, run. Run. Okay. Nochmal von vorne. Oh mein Gott! Okay, zum Glück habe ich mich hier versteckt. Okay, wohin geht er jetzt? Fuck! Jawohl! Was? Was war das denn jetzt? Der klettert drüber und klettert wieder zurück. Kann mir jemand den Sinn davon erklären? Was war das denn gerade für ein Check das gerade überhaupt nicht. Ich hab gerade den Sinn davon nicht verstanden. Ach komm schon, nicht schon. Lauf weg, Castellanos. Fuck. Wird Zeit, meine neue Schrotflinte auszuprobieren. Oh mein Gott, Castellanos, was war das denn? Okay. Der Typ ist nicht gut. Oh fuck. Okay. Jetzt sag nicht, der kommt gerade hierher. Oh nein. Das ist richtig tricky gemacht hier mit dem, dass er sich spontan umdreht, wenn er on fire ist. Komm, dankeschön. Dankeschön. Ja, damit. Dankeschön. Keine Spende. Fuck. Okay, er sieht mich noch nicht. Okay. Geh weg! Castellanos, bleib doch nicht länger stehen! Das Waffenteile. Yes! Okay, zurück! Zurück, Castellanos! Zurück! So. Jetzt weiß ich, was hinter der Ghost Street immer passiert. So. Jetzt kann ich den Shit hier endlich machen. Mein Gott, Alter. Maut. Willkommen zurück, Detective. So, was wollte ich nochmal upgraden? Ach ja, stimmt. Athletik. Dankeschön. Genau den Shit brauche ich. 170% Regeneration. Das ist sehr nett. Ich weiß, das klingt komisch, aber ich meine, ich hätte gerade im Game Slenderman gesehen. Slenderman. Bro. Waffenverbesserung. Feuerkraft. Und jetzt zwei
100% mit der Pistole. Geil. So. Wir speichern nur zur Sicherheit jetzt mal kurz. Just in case. So. So. Jetzt gehen wir raus, schnappen uns den Flammenwerfer-Dude und bauen uns einen Flammenwerfer. Den Shit will ich haben. Ich seh den Typen schon da hinten randalieren, Alter. Hier ist nochmal Weed. Gott. Schlachtet hier ja alle ab. Oh mein Gott. Bro. Bro, chill doch mal. Was bringt dir das hier in Brand zu setzen noch, hä? Bro, ich bin hier. Hey Bro, kommst du zu mir? Oh Gott. Wieso läuft Castellanos nicht? Bro, kannst du mal kurz zu mir kommen? Bro? Bro, ich bin hier. Oh mein Gott. Nein! Oh. Oh, fuck. Okay. Das ist gefährlicher, als ich gedacht habe. Come at me, bro. Fuck. Komm, komm, komm. Put. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Oh oh, fuck, Alter. Der hat einen Volltreffer gemacht. Und wo kommt der denn jetzt auf einmal? I'm here, bitch. Oh Gott. Oh shit, nein, ich hatte noch eine Axt gehabt. Oh fuck. Fuck. Ist er tot? Oh oh. Shit. Wo bist du? Wir werden uns leiten. Nope. Ah, jawohl. Oh oh. Shit, ich glaube, ich habe ihn wütend gemacht. Kennst du schon meinen neuen Freund? Nice. Easy win, Alter. Bam! Das ist es. Das war das letzte Teil. Das war ein Kampf. Und so geht der Vasitor glorreich aus dem Kampf heraus. Er hat den Vulkan besiegt. Und jetzt wird es Zeit. Jetzt wird es Zeit für die Flammenwerfer. Ich habe nichts mehr. Oh doch, ich habe noch 8 Munition. Aber jetzt wird es Zeit für den Boy. So. Wir gehen zurück. Puh, erstmal eine Tasse Kaffee. Das kippt ja um wie Nitros Brio.
Boah, das war ein anstrengender Kampf, Alter. Wuh! Was, der Kaffee muss natürlich sein. Heiß. Nice. Zeit für den Shit. What's up? Was geht, Miami Heat? Wie viel grünes Skill habe ich eigentlich? Reicht das eigentlich für die nächste Gesundheitsverbesserung? Wieder da, Detective. Ja, Tatjana, setz dich hin. Mein Goldhäschen. Zeit für Gesundheit. Gesundheit. Ja, warte, ich habe schon geupgradet. Zeit für Kampf. Weniger Rückstoß ist immer gut. Dankeschön, Tatjana. So. So. Herstellung. Lass mich erstmal Pistolenmunition machen. Und zwar vielleicht mal so 15 Stück. Explosieren. Noch ein Flammenwerfer. Dieser Seltsame kann schnell an Bereichen Flammen gehüllt werden. Die Waffe ist schwer und schränkt die Bewegungsfähigkeit. Das Flammengas wird bei der Herstellung sofort in den Flammenwerfer geladen. Mit verschlossenen Flammenwerfer. Okay. Nice. Okay. Okay. Wir haben den Flammenwerfer, Boys and Girls. Alltags eines Menschen. Arbeit, dann Kaffee. Alltag vom Protagonist. Einen Flammenwerfer töten, dann schön Kaffee. Oh ja. So, wo ist mein Zuckerstückchen, Alter? Wo ist mein Flammenwerfer? Aha. Beiden wir das doch mal auf. Shit, Alter. Okay. Revolver nachladen, bitte. Dankeschön. Let's go. Oh, 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 yeah. Shit, Alter. That's a good shit, man. Good shit. So. Was können wir denn anstatt den Flammenwerfer dann wegmachen? Ah ja, das benutze ich ja eh fast nie. Ballen wir das mal auf die 7 und das ballen wir auf die 8. Yes. Okay. Oh, sieht das sick aus, Alter. Geil. Hier hinten sind überall diese Fettsäcke, das will ich nicht. So, ich muss zur Festung. Ah ja. Ich hab einen neuen besten Freund. Hört sich nicht gut an. Oh mein goodness. Oh my damn. Was? Oh mein Gott, es gibt noch so einen? Wie viele von denen gibt es hier? What? Sag Feuer an. Da ist er. Hey, was? Ist niemand. Bro. Tschüss. Lauf, 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 lauf. Ich bin nirgends. So, wo ist der Typ? Oh, ja, ich habe ihn gerade gesehen. Gratulation, was? Jetzt hast du im Spiel so viele Waffen wie ein durchschnittlicher US-Amerikaner ohne Genehmigung. Oh mein Gott. Tasche für SG-Munition. Nice. Was haben wir denn hier? Waffenteile. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Die Karte wollte ich jetzt nicht. Oh, okay, wir sind schon direkt nebenan.
Nein, komm jetzt. Ist das dein Ernst? Du folgst deinem Ruf nicht. Das war close. Das war close. Das Hotel ist sauber, Hoffmann. Sind Sie mit den Anpassungen fertig? Bereiter geht's nicht. Okay, ich schicke Ihnen die Koordinaten. Tja, hier ist es. Was ist das? Ein tragbarer Feldstabilisator. O'Neill muss daran gearbeitet haben, bevor er von Theodore verändert wurde. Er erzeugt einen kleinen, stabilen Bereich, der das Feuer fernhalten müsste. Aha. Wie klein? Der Umfang entspricht ungefähr einem Unterschlupf. Groß genug also. Gut. Wie funktioniert er? Das ist der schwierige Teil. Er ist ein Prototyp und zickt daher ein bisschen rum. Ich muss ihn bedienen. Das Letzte, was Sie gebrauchen können, ist ein Ausfall, während Sie in einer Flammenwand stehen. Das kann ich nicht zulassen. Das ist zu gefährlich. Und hier zu bleiben, wenn Sie nicht reinkommen, ist es auch. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Wir kommen dann nur zusammenarbeiten. Das ist der einzige Weg, um Lily zu retten. Und wenn Sie eine Psychoanalyse brauchen? Psychoanalyse. Sie wissen genau, wie Sie mich überzeugen können, Hoffmann. Natürlich. Bitte flirte nicht mit der rum, Castellanos, bitte. Das sind Sie. Sie sollten sich vorbereiten. Geben Sie Bescheid, wenn es losgehen kann. Aha. Sprich mit Hoffmann, um die Reise zu Theodors Fe- Oh mein Gott! Okay. Also, das nenne ich viel. Hoffmanns Tagebuch. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist schwer zu entziffern, aber mit Mühe gelingt es dir, den letzten Eintrag zu lesen. Williams Transformation war schrecklich und faszinierend zugleich. Sie ging weit über neurolinguistische Programmierung hinaus. Theodors Worte haben Liam nicht nur beeinflusst, sondern auch körperlich transformiert. Kein Wunder, dass Theodore die Kontrolle über den Stem haben möchte. Er hat sein bereits großes Talent zur Beeinflussung noch weiter verstärkt. Die Dinge, die es hier tun könnte. Sebastians Persönlichkeit ist nicht so schwach wie Liams, aber er leidet nach wie vor unter einem nicht gelösten Trauma. Theodore wird ohne Zweifel seine neuen Fähigkeiten nutzen, um Sebastian zu brechen. Ich hoffe nur, dass er stark genug ist, ihm wieder zu widerstehen. Okay. Scheint zu sein, als ob, wenn ich sie jetzt anspreche, dass es kein Zurück mehr gibt. Es gibt dann kein Zurück. Deswegen Edition craften. Okay, Herstellung. Ich hätte gerne 13 davon. Vielleicht 3 davon. Ein ganzes Magazin davon. Dankeschön. Ja. Also ich wäre vorbereitet. I'm ready. Speichern wir den Shit nochmal. Bevor wir die große Reise antreten. So. Flammenwerfer ist am Start. Revolver ist am Start. Kalasch ist am Start. Shotgun ist auch am Start. Jetzt. Okay, die Sniper jetzt nicht, aber. Bin interessiert die Sniper schon. So. I'm ready. Sind Sie bereit, Sebastian? Yes. Alles klar, Hoffmann. Tun wir es. Okay. Nach Ihnen. Ich muss ihn von hier an tragen und bedienen. Er müsste uns vor dem Feuer schützen, hält aber die Dinger da drin nicht davon ab, uns töten zu können. Okay. Keine Sorge, um die kümmere ich mich. Ah, na toll. Wird schon schief gehen. Okay. Let's go. Oh, die gehen automatisch. Es funktioniert. Bleiben Sie nur innerhalb der Kuppel. Los! Oh Gott. Ich kann durch die ganzen Flammen nicht sehen. So eine Mission wird das. Den Dingern ausschauen, folgen Sie mir. Ich kenne den Weg.
Einer kommt durch! Ich hab ihn! Ist er tot? Oh mein Gott, ist das... Oh, was? Pistolen... What? Wie viel Pistolenmunition hat die dabei? Ich hab die alle umsonst gecraftet. Oh mein Gott. Noch einer. Wo? Passen Sie auf, Hoffmann. Dafür sind Sie zuständig. Na toll. Ich sehe nicht. Überall. Oh mein Gott. Ich hab ihn keinmal getroffen. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Okay, die Waffe zu auf 200% zu machen, hat sich voll gelohnt. Ohne Scheiß. Wieso treffe ich den nicht? Meine Konzentration... Alter. Egal, ich habe genug Munition gerade. Warte, Hoffmann! Hoffmann! Wie weit noch? Wirkt viel länger, wenn man drin ist. Er will uns fernhalten. Gut, das heißt, er hat Angst. Oh yeah, Baby. Ich sehe es jetzt schon, da ist Shotgun-Munition. Stehen bleiben. Wir sind fast da. Warten Sie. Sag Hallo zu meinem kleinen Freund. Oh mein Gott, Bro. Yes. Aha. Bitch. Jetzt kannst du nichts mehr sagen, hä? Er läuft wieder, los weiter. Das war knapp. Oh mein Gott. Easy. Easy game. Oh, was ist denn da drin? Okay. Okay, du bist fast am Ende des Spiels. Was? Jetzt schon? Ich bin fast am Ende des Spiels? Say what? Also nein, ich bedauere es nicht. Das Spiel macht gerade aber so viel Spaß. Easy, One-Shot, Alter. Down, Alter, am Kopf, ey. 200% hat sich voll gelohnt, dafür zu machen. It's strike, I don't know. Oh mein Gott. Nicht sterben. Nein. Autsch. Hat wehgetan. Alter. Fuck. Fuck! Oh mein Gott, Sebastian! Hoffmann? Sollte mal das hier benutzen. Schon wieder. Er fällt wieder aus. Warten Sie. Beeilung, hier wird's ziemlich heiß. Warte noch. Oh mein Gott, zwei gleichzeitig. Das ist nicht fair. Alter. Fuck you, bitch. Oh oh. Alter, what the fuck? Sebastian, alles in Ordnung? Alter, wie viele sind hier? Jawohl. Jawohl, komm schon, ja fick dich. Ich kann nichts machen.
Meine zwei letzten Spritzen. Er läuft wieder. Wir müssen raus. Los. Ach du Scheiße. Fast geschafft. Oh mein Gott. Oh nein. Nein. Und schon wieder einer tot. Tut mir leid, Yukiko. Er wird dafür bezahlen. Versprochen. Lächerlich. All dem bin nur noch ich übrig. Aber er wird mich nicht aufhalten. Was für ein lächerlicher Scheiß einfach. Na toll. Und wieder bin ich ganz alleine. Auf mich allein gestellt. Was ist das? Danke. Ich habe nur noch eine Spritze. Und ansonsten habe ich jetzt nichts zum Heilen gerade. Noch mehr Kräuter. Okay, let's go. Oh Gott, das sieht schon so aus, ob ich hier gleich kämpfen muss. Ja, aber diesmal ist es anders. Sie kommen nicht davon. Ich nehme alles zurück, was ich damals gesagt habe, mit Bündnis mit dem machen. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Also, wie sieht eigentlich die Karte hier ab? Okay, da geht es hoch. Und wo geht's da hinten hin? Es wird super lustig. Wenn du schon so sagst, das ist wahrscheinlich nicht lustig. Ah! Okay, gut, dass ich hier nochmal hingegangen bin. Pistolenmunition. Dankeschön. Appreciate it. Tasche für SG-Munition. Schießpulver. Die Zeit, ein paar Sachen zu machen. Kätzchen hast du? Nein, du hast kein Gut. Herstellung. Ein Magazin, bitte. Dankeschön. Explosiv. Okay, ich sollte mal ein paar Spritzen machen. Drei Stück vielleicht. Ja, komm. Das reicht. Au. Ah, ne, warte, bevor ich speichere, ich wollte noch was anderes machen. Ich wollte gucken, ob ich die Feuerkraft vom Shotgun verbessern kann. Das ist halt natürlich sehr wichtig.
Shotgun, Feuerkraft. 480. Fuck it. Okay. So, speichern wir den Shit hier. Ich meine, wenn das schon jetzt eh gleich das Ende von, wie sagen Sie, ich sag's nochmal so, ich spiele noch zur nächsten Speicherstation und, wenn schon das Ende vom Spiel sein wird, dann, wen interessiert's dann? So. Was verbirgt sich hinter Tür Nummer 1? Okay. Kräuter. Rohr. Oh mein Gott, der Typ lebt. Der Typ lebt auch. Shit. Tschüss. So, es wird Zeit, weiterzugehen. So, ich sollte mal anfangen, die Waffe ein bisschen mal zu benutzen. Es sind 17 oder 18 Kapitel, aber es geht schnell vorbei. Okay. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich spiele zur nächsten Speicherstation und dann... Oh mein Gott. Okay. Halt's Maul. Sie kriegen mich nicht klein. Was war das Spiel, wo du dich am meisten erschrocken hast? Ich hab keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, welches Spiel das war. Knock, knock, Motherfucker. Warte mal, wer da ist. Oh my goodness. Aha. Interessant. Komm schon. Nice. Perfekt. Muss ich dir jetzt alle Staff killen hier oder was? Das ist dein Ende, was auf dich vorkommt, okay? Oh Gott, nein, bitte komm nicht hier hoch. Weißt du, Karneval? Eigentlich, wenn dann nur mit Freunden, aber ansonsten. Nee. Komm, dreh dich um. Ah, oh, ich wollte schon sagen, als ob ich den nicht habe. Ich wollte schon sagen. Schießpulver. Okay. Aha. Da ist noch so ein Dude. Da ist eine Spritze, geil. Alles Stealth killen hier, Alter. Munition sparen nennt sich das hier. Oh, da ist ein Hebel. Was bewirkt denn dieser Hebel? Aha. Okay. Oh, noch mehr. Gut. Nice. Hab ihn. Was hat er denn so schönes? Harpunbolzen.
Oh, fuck. Okay, das war knapp. Oh mein Gott. Blöd gelaufen. Tschüss. Tschüss. Lauf. Hey, Bro. Bro. Komm her. Wenn du dich traust. Bitch. Oh, oh, oh. Ich hab sein Mate wütend gemacht. Ist das dein Scheiß Ernst? Hast du... Ralf? Ralf? Erschreck mich nicht. Bitte. Aber danke. So, ich würde sagen, wird Zeit abzuhauen. Also ich glaube, Feuer bringt bei denen nichts. Würde ich mal so behaupten. Da Explosivbolzen. Warum will jeder Union kontrollieren? Es ist nicht mal real. Das. Alles klar. Ich helfe einem Arschloch wie Ihnen, Arschlöcher wie die zu überleben. Sind Sie verrückt, Alter? Oh mein Gott, Bester, Alter. Okay, wieso willst du eine. Was machst du an der Asche da? Egal? Okay, cool. So, dreh den Shit. Auf Schaden. Danke. Oh Gott. Irgendwie erinnert mich das an Resident Evil 4, wenn ich das mir so angucke. Knock, knock. Für das Manuskript 2. Wenn ich zum Kern geworden bin... Der will zum Kern werden? Wenn diese neue Welt in meiner Vorstellung gerichtet habe, wird die Realität schnell folgen. Mobius hat bereits in allen Bereichen der Gesellschaft Fuß gefasst. Und sie waren dumm genug, sich selbst eine tickende Zeitbombe ins Gehirn zu pflanzen. Sie sehen sich als Wölfe und den Rest als Schafe, aber ich bin der Hüter und warte nur darauf, die Wölfe zu erlegen, wenn sie nicht aufpassen. Sobald Union in meine Hände fällt, sind die Tage von Mobius gezählt. Ach du Scheiße, okay. Okay. Und hier sind noch sechs Endgegner kommen noch auf mich zu. Really? Cool. Cool. Also. Wenn noch sechs Endgegner vor... Alter. Wenn noch sechs Gegner, Bösse auf mich zukommen, dann sage ich jetzt schon mal, ich bedanke mich an alle, die an diesem wunderschönen Streaming-Abend dabei waren, oder Nachmittag eher gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann dementsprechend dann zum nächsten Stream wieder. Bis dann, Jungs und Mädels.